Leute, da sind wir wieder. Heute geht was Let's Play Nightfall. Ja, die Spannung steigt. Ich habe lange Zeit ohne Elite-Wertigkeit gespielt, aus folgendem Grund, weil ich eine ganz bestimmte haben wollte. Und das wird jetzt richtig knallhart. Hier sind ganz viele Djinns, ganz viele Löwen. Also brüllende Äther, sage ich immer Löwen zu. Und ja, da kommt gleich ein ganz netter Boss und der wird richtig schön schwer ohne Elite-Fertigkeit. Oh Mann, das wird bitter. Korschek, der Geopferte. Ja, ganz knallharter Boss. Da, und weil es halt so aufregend ist und so spannend ist und so, ja. Darum wollte ich das jetzt zeigen, sonst hätte ich es offscreen gemacht, aber... dachte, boah, warum nicht? Oh mein Gott, mein fucking Gott, wer soll das denn schaffen, Mann? Oh, ganz ohne Spaß, muss ich doch locken. Los, Saphir Djinn. WTF? Warum kommt ihr nicht? Wollt ihr mich verarschen? Mann! Na endlich, geht doch. Habt ihr eine lange Leitung? Wieso Leute aus dem Altersheim? Was geht mit denen ab? Oh mein Gott. Ach komm, Leute. Können doch nix. Da hinten sind die Bösen. Die Rubin-Djinns. OP-Djinns. Ah, sorry, ich wollte ja OP-Djinns sagen. Oh Mann, die sind einfach zu übel. Jetzt aber komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schnell weg. Fuck, 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 fuck. Oh mein Scheiße, Mann. Scheiße, fuck. Oh, Scheiße, Mensch, nein, das gibt's doch nicht. Da kommt der, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Oh, fuck. Oh, Scheiße. Das ist die kleine Djinn, bitte. Der muss weg. Bitte, bitte. Oh, Scheiße, Mensch. Oh, fuck. Oh, Scheiße, Mann, er hat versingende Flammen, Mann. Oh, nein, die retzen sich. Scheiße. Oh, was geht ab, Mann? Scheiße, Dreck. Ach, Scheiße, den da zuerst, der ist fast tot, Mann, Leute. Was macht ihr denn? Scheiße. Ah, oh, ja, komm schon, komm schon. Ah, oh, nein, er hielt sich wieder, Mann, der hat auch wieder erste Sauer, er hielt sich. Fuck. Ah, oh, Scheiße, los, komm schon. Ja, yes, man. So, jetzt wird geowned hier. Bam. Versengende Flammen. Oh, ja, nice, 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 nice. Endlich ein Elite-Skill, so muss es sein. So, und das war jetzt nur der kleine Exkurs zum Elite-Skill und jetzt geht's weiter mit Muskeln oder Grips, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Jetzt müssen wir wieder zu Marco und die Leuchten hin. Ja, wie schon gesagt, ich bin persönlich für Grips, aber wir werden uns für die Muskeln entscheiden. Warum kommen wir noch zu... Erstmal hier glühender Blick rein, damit wir nicht so viel Mana-Probleme haben und das sortiere ich jetzt so erstmal ein bisschen. So ist gut sortiert. Nee, nicht ganz. Ich hätte vor allem eine Brille viel mal kaufen sollen. Nein, Spaß. So ist... Ja, so ist gut sortiert. So passt es. So, jetzt geht das auch schon los hier. Also richtig los. So, Muskeln oder Grips. Übrigens, Leute, nach diesem Part, nach diesem Part auch, nach diesem Quest werde ich Nightfall erstmal wieder verlassen und Nightfall hasse ich ja sowieso, nur wegen diesen Quests habe ich so lange gespielt. Ja, was hat das nur zu bedeuten? Tja, ich habe ja auch von so Leibwächter geschwärmt, ne? Könnt ihr euch ja mal denken, was das alles zu bedeuten hat. Ja, egal. Mal wieder hier diesen Fail-Boss killen, der überhaupt nichts auf dem Kasten hat. Und bam. Mann, brenn doch, Mensch, brenn doch. So, der ist down. Viele haben sich bestimmt schon aufgeregt. Warum holst du nicht mein Elite-Skill? Oh Mann, ey, ja. Jetzt war aber erst die Chance. Na, ich hätte schon im Obstgarten holen können, aber komm, Leute. Komm doch, Mann. Ich wollte einfach weiter zocken. So, jetzt wird's interessant. Zera, der Lehrling. Jetzt, die Story muss ich unbedingt vorlesen. Ich bin wirklich universell gebildet, aber Frauen sind mir nach wie vor ein Rätsel. Muskel oder Grips?
Gar nicht stark und groß, aber im Kopf etwas langsam. Norgo dagegen ist sicher unterhaltsam und flink auf den Füßen. Doch wer weiß, ob das nicht alles nur Theater ist. Ja, Theater oder auch ein Schauspieler ist. Hey. Ich halte beide für recht vertrauenswürdig. Was meint ihr? Wen sollte ich nach Istanbul schicken, um meine geliebte Mitschau zu beschützen, wie auch immer? Norgo wird mit Tauern nicht nur unterhalten. Er hat auch ein Talent dafür, aus schwierigen Situationen rauszukommen. Genau, darum schicken wir diesen Schauspieler hin, um sie zu unterhalten, ne? Ohne Fistbocke hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Je mehr ich nachdenke, desto mehr Sorgen mache ich mir um die Finsternis. Mir tut schon der Kopf weh. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich mein Zeug gelassen habe. Könnt ihr mir helfen, Mahavka und gut zu finden? Ich muss es vor der Finsternis in Sicherheit bringen. Ja, Scorn, es wäre schon vorteilhaft, wenn du dir gemerkt hättest, wo dein Zeug gelassen hättest, ne? So ein bisschen. Also ich habe immer alles ordentlich hier. Ich mache mir Sorgen wegen der Finsternis. Ich will nicht, dass die Welt untergeht. Hier, hebe ich jetzt schließlich all meine Besitztümer auf. Vielleicht sollte ich einfach ein paar Dinge kurz klein schlagen, um mein Zeug zu retten. Ja, reg dich bloß ab, Gorn. Das ist immer gut für die Nerven. Für Bocca habe ich immer irgendwelche Dinge kurz und klein geschlagen. Er schrie und ich räumte die Leute aus dem Weg. Bocca hat immer gut auf mich aufgepasst. Du hoffentlich auch auf ihm, oder? Wenn ihr mir helft, mein Hab und Gut zu finden und es zu retten, wisst ihr, nur für den Fall, dass die Welt untergeht, dann schlag ich für euch ein paar Dinge kurz und klein. Los, holen wir mein Zeug. Und die Belohnung, da seht ihr es. Gorn schließt sich eurer Gruppe an und ihr habt es vielleicht schon erahnt. Gorn ist mein Lieblingsheld. Und ohne den wollte ich hier nicht das Let's Play anfangen. Das richtige Let's Play, also das Factions, wo wir auch mit angefangen haben. Den brauche ich. Das ist mein Bunnyway-Zocker. Ja, ohne Spaß. Und ich freue mich richtig, Gorn dann zu haben. Aber das Quest hat's auch in sich, muss ich schon sagen. Denn Gorn geht hier schnell drauf, wenn man nicht aufpasst, und darum mache ich lieber hier das an. Ah, Gorn ist cool, ist einfach so ein starker Krieger, der alles gut zum Kleinen schlagen will. Ich mag ja sowas. So einen sollten wir in der Gruppe haben. Taktiker haben wir ja auch. Zum Beispiel Akolyt zu Suche. Dunkuro, wenn wir ihn dabei haben. Also können wir auch solche gebrauchen. So Draufklopper. So nice. Gorn, mit Gorn hat die so viel Spaß schon, geht was. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was ich mit ihm schon alles erlebt habe. Ihr habt wirklich alles durch, mal alle Titel mit Gorn. Mit Ritualist. Alle PvE-Titel, wohlgemerkt natürlich. Und ja, da hatten wir schon so viel Spaß mit. Alle, die mich kennen, auch in-game, alle, die mich als zwei haben, die wissen, was ich meine. Oh, wir haben sogar einen Barbie-Schlüssel. Oh, ein goldiger Drop. Nice, man. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass wir jetzt Gorn haben. Er geht auch schon mal mit in die Gruppe. Gorn, ach Mensch, habe ich dich vermisst, mein alter Kumpel. Ach Mensch. Jetzt bist du endlich wieder da. Ne, und mein Let's Play. Hoffentlich gefällt dir das Let's Play so. Wie meinen Zuschauern, wie mir selber auch natürlich noch. Kritikpunkt an mir selber, was mir schon wieder auffällt, ist, dass ich zu selten versengende Flammen aktiviere. Das ist schon mal scheiße, da man es eigentlich immer aktivieren muss. Ja, wie gesagt, lange nicht mehr gezockt und versengende Flammen wahrscheinlich komplett raus, wie man spielt. Scheiße. Eigentlich ist es relativ simpel. Naja, so und so weiter halt. Immer wenn man es kann, wieder versengende Flammen und halt auch glühender Blick. Denn wir kriegen Energie wieder zurück, wenn wir glühender Blick machen. Denn der Gegner brennt ja, weil wir versengende Flammen drauf gecastet haben. Darum nice. So, ja, Gorn, das machst du gut. Oh Mann, er hat so ein scheiß Bild, aber das werde ich ändern. Das werde ich ändern, Leute. Der soll nicht so armselig rumlaufen und wie so Taktik, Mensch. Gorn ist ein Draufklopper-Typ. Er braucht Stärke.
WTF-Mensch, Leute. So geben die Spielemacher ihm Taktik-Skills. Mensch, das widerspricht sich doch. Ich verstehe es einfach nicht. Ich fand es schon immer krank. Mensch, Leute. Naja, egal. Ich sollte mich erst bei dem Spielemacher beschweren. Naja. Hilf mir, um Gorl mal lieber seine Sachen zu finden. Mann, wo hast du denn vergraben? Muss doch engen Plan haben, engen Schimmer. Schimmernde Ahnung. Irgendwas muss doch noch in deinen kleinen Kopf stecken geblieben sein. Nein, Gorl flame ich grundsätzlich nicht, aber ich mach's jetzt mal so. Um es interessanter zu gestalten. Ihr kennt mich ja. Und ja. Sind wir auch schon gleich an Gorans ersten Vermutungspunkt angelangt. Darauf hast du ihn auch hier schon vergraben hast, ne, Goran? Wir wollen ja nicht hier durch das ganze Gebiet durchforsten, nur um deine scheiß Gekrempel da zu finden, was es auch mal sein soll. Stimmt, nichts toll, ist gleich so ein Keks oder so. Nein, Spaß. Ja, aber einen ordentlichen Hammer könnte er bauen und ich habe keinen. Egal. Haben wir noch einen Schlüssel? Das wäre richtig nice. Schon wieder Kritikpunkt an mir selber. Sollte Gegner pullen, sonst habe ich gleich drei Gruppen und die killen Goran dann. Das wäre richtig scheiße. Wenn er stirbt, einmal nur stirbt, dann müssen wir alles sofort wieder von vorne machen. Das ist richtig scheiße. Weil es ist ziemlich lang, das Quest. Smalle Gegner, was auch schwierig ist, weil er sucht jetzt nach einem Schatz und jetzt stehen die Gegner da und zieht er alle Aggro. Das ist so ein Scheiß. Und denk doch mal nach. Ausnahmsweise mal einmal, komm schon. Selbst du kannst das. Ist nur anstrengend, Mensch. Kleiner Honk, nein, Spaß, ich will ihn echt nicht flamen. Aber im Prinzip stimmt's ja. Ach Mensch. Egal. Dafür kann er gut zuschauen. Eine, der konnte gut zuhauen. Ach Mensch. Freunde, Mann, was geht ab? Die gehen nicht darum, die scheiß Gegner. Squeeze, Mann, Schild. Ach so, er muss jetzt erst seinen Schatz suchen. Ja, Goran, dann such mal schön. Ist wie Ostereier, ne? Goran. Ostereier wusste auch immer gerne, ne? Oh, sehr gut, hier ist sie ja, da habt ihr es schon gefunden, ne? Gleich kommen, während er seine Rüstung findet. Komm, muss überleben. Ach so, du brauchst noch mehr Teile. Ja, dann ist ja gut. Nur, dass deine Reisevorbereitung mal triffst, ne? Wollen ja, dass du gut ausgerüstet bist für das epische Factions-Abenteuer. Das uns durch viele Gebiete noch führen wird. Viele epische Gebiete. Viele nervige Gebiete. Aber man kann sie ändern. Werde natürlich alles durchzocken. Bis zum Endboss, bis zum Endboss. Werde ich mir den Weg durchschlagen, aber es wird schon klappen. Wenn wir Goran haben. Übrigens, Leute. Für Goran muss Kost leider gehen. Wir haben dann keinen Tank mehr. Wir haben keinen Tank mehr. Goran werde ich natürlich nicht tankig spielen. Goran wird ein Beastmaster mit Hammer-Skills. Das nennt man Bunny Way. Bunny Way spielt man eigentlich nur als Waldläufer, aber ich spiel's auch, also ich gebe es auch Goran. Das hat auch schon immer gut geklappt, warum nicht? Vor allen Dingen haben wir dann noch ein Pet dazu in der Gruppe und das zieht auch schon der Aggro auf sich. Ja, der Aggro auf sich kann natürlich manchmal schlecht sein, aber kann auch gut sein. Wenn die dann erst das Pet angreifen, dann können wir in der Zeit schon mal richtig viele Gegner ausschalten oder schon mal viel Damage dienen. Darum, es hat seine Vor- und Nachteile, ich weiß, Leute. Aber es ist schon echt nice. Ey, beleb nicht deine ganze Kumpanen wieder. Assi. Eigentlich ist er sozial, ja. Aber nur zu denen, nicht zu uns. Mann. Okay, müssen wir jetzt in die Höhle. In the Dungeon. Ja. 50-50 Chance. Success. Nice. Okay. Diamant-Gin.
Saphir-Gin. Okay, das sind die leichten Gins. Kein Rubin-Gin dabei. Also chillig. Meine. Die Saphir-Gins, die haben die mal noch ein bisschen Schaden. Aber nichts im Vergleich zu den Rubin-Gins und die Diamant-Gins. Die können mal sowas von überhaupt nichts. Ohne Spaß, Mensch. Die sollten. Mensch. Ich weiß auch nicht. Die können. Tja. Können halt nur die Gegend verzieren und mir die Zeit des Lebens rauben. Oh fuck, da ist ein Rubin-Gin. Goran, pass auf, dass der dich nicht fokus, also dass du nicht der Fokus bist. Das wäre richtig schwul. Von Zeit zu Zeit vergesse ich zum Beispiel, wo ich meine Rüstung gelegt habe. Da ich Alzheimer habe und ja, kein Altenheim will mich, aber naja, darum bin ich ja jetzt hier. Fuck, Mann! Was ist das für ein Krankenschaden macht? Er ist down. Ja, Goran hat auch überlebt. Nice one. Hast du gut gemacht, Goran. Haben alle gut gemacht. Keiner gestorben, war zwar ziemlich knapp. Oh, fuck you. Fuck you, das Rubin-Gin. Schnell rappen, damit er nicht Damage stehlen kann. Ja, jetzt aber. Bam. Ja, ist down. Nice. Das mache ich auch. Style aller Rubin-Gin. Heißt versengende Flammen. Irgendwie mache ich nicht ganz so viel Schaden, weil ich noch keine Feuerruhen habe. Die kommen dann, wenn wir in Factions angelangt sind. Da haben wir auch mit Geldproblemen aufgehört. Aber mittlerweile haben wir 10 Platin, ist doch nice. Da werden wir uns die Runen verkaufen können. So muss es sein. Ja, mal fertig gesucht, Goran. Und die ganze Tag Zeit. Was denkst du? Zuschauer hier haben wir und die wollen auch nicht hier die ganze Zeit auf dich warten. Oh, da drüben. Seltsam, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, sie dort liegen zu gelassen zu haben. WTF, Mensch. Muss doch wissen, wo du deine Sachen hast. Mann. Was ist das, wenn man seine Sachen nicht wiederfindet? Kennt ihr es auch? Wenn ihr irgendein gewisses Teil mal wieder braucht, was ihr lange nicht gebraucht habt. Und dann möchte das wiederfinden, aber findet das nicht. Das geht mir so. Ich habe ja alles richtig ordentlich, die Passwörter und allen Scheiß, alles ordentlich hingelegt. Auch die Kabel. Naja, sie sind zwar nicht ordentlich aufgewickelt, muss ich schon ehrlich sagen. Aber ich weiß, wo alles ist. Ich spiele auch. Aber wenn mal irgendwas, was ich schon lange nicht mehr benötigt habe, fehlt, dann finde ich es nicht. Kennt ihr es auch? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommis mit Beispielen. Würde mich echt mal interessieren. Solchen sah mich ja schon ein bisschen neugierig. Naja, egal. Weiter zu Videos. Und da ist gleich Spoiler, der letzte Punkt. Ach komm, das kann ich spoilern. Das ist nicht so aufregend, dass ich es nicht spoilern können müsste. Naja. Ach, Mensch. Jetzt aber hier. Macht ne Scheiß. Ach, der günstige Wind, der halt, macht halt, dass sie schneller schießen können. So war das. Entschlossener Schuss, ein richtig schlechter Skill. Ja, mach mal erstmal dein Geist, 5 Sekunden. Und dann bist du tot. Ja, die mache ich jetzt erst down, sonst habe ich die nachher im Rücken. Da hätte ich ja sowas von überhaupt keinen Bock drauf. Vor allem, weil die auch unsere Leichen wegnehmen. Denn das sind Behemoths. Behemoths sind ganz grausame Kreaturen, die auch richtig viel Schaden machen. Gift, man, chillt doch mal, Leute. Mit euer. Wie geraucht. Ich möchte es nicht wissen, ganz ehrlich. Nein. Die werden gelockt. Und es geht Onkel Goran down. Oh Leute. Kommando. Ausschwärmen. Kommando. Ausschwärmen. Sie machen's. Okay. Soll ich mal wieder alle Verzauber aktivieren? Ach Leute, Mensch. Die ist doch scheiße. Jetzt kommen sie doch alle wieder an. Schnell alle AOE-Skills. Dass sie down gehen, bevor Goran down geht. Fuck man, es wird richtig knapp. Obwohl, Goran ist nicht der Fokus. Nice, man. Muss sein. Dann ist es ganz chillig, wenn er nicht der Fokus ist. Aber ich habe echt mal hier gefailt.
ist ziemlich die letzte Stelle und dann da failen. Und dann die ganze Scheiße nochmal machen. Leute, könnt ihr euch das vorstellen, wie ärgerlich das ist? Das ist richtig scheiße, war das, Mann. Ich hätte mich aufhängen können, ohne Spaß. Okay. Der brennt. Bisschen Feuer unter hinter machen. Was ist was? Soll ich auch gegen die Waldläufer sonst malen? Ich kann ja nur Brand malen, also mach ich ja kaum Schaden. So, go und jetzt chill. Renn bloß nicht vor. Chill, chill, chill. Hm. Ja, komm, jetzt machen wir es nochmal spannend hier. Extra für euch. Wenn's fehlt, dann kotze ich. Ich hab die Kotztüte schon neben mir. Oh fuck, die Mannschaft, die Mannschaft. Und wenn's nicht fehlt, bin ich halt der Oberpro. Nein, Spaß, Mann. Aber jetzt, ach Mensch, das war wieder zu riskant. Von mir. Ich jetzt einfach mal hektisch, Mann. Meistens fehlt's dann auch noch. Mensch, Leute, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Golden wird gefunkt. Fuck. Golden ist gleich down. Mit dir. Nein, 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 nein. Ah. Mensch, nein. Oh, war es knapp. War echt der Stillstand schon fast gekriegt. WTF. Was geht mit dir? Hat schon Todesnova, Alter. Am meisten der Gerüchte willst du mit mir Ärger haben? Gibt es dir erstmal einen provokanten Todesnova? Der soll nicht abkratzen, Mann. Der abkratzt, können wir schön wieder alles nochmal machen. Denk mal mit, du Vollpfosten, ey. Oh, so ein Honk. Nein, das gibt's nicht. Meister der Gerüchte, du Vollidiot. Ach, Mensch, Leute. So nicht. Hm. WTF, jetzt wird er auch noch wiederbelebt, Mann. Teamplay. Aber Goron muss jetzt seinen letzten Schatz ausgraben. Geschafft. Puh, war richtig knapp. Ja, die Missy ist nicht ganz so leicht. Da ist ja so ein schmucker Stein, aber auch. Den habe ich gerne in der Nähe und hebt ihn auf und gebt ihm her. Lass uns einen sicheren Ort für mein Zeug finden. Jo, jubel erstmal. Jo, einen sicheren Ort finden. Okay, machen wir's nochmal, ne, Golden? Für dich mache ich das so gerne. Wir haben schließlich so viel durchgemacht. Ach, Mensch, Golden. Honua, okay, hier ist dein sicherer Ort, oder was? Bam, Golden schließt die eure Gruppe an. Bam, der unheimlich starke Golden, aber nicht besonders helle Golden, setzt seine Begabung als Leibwächter ein. Neuerdings steht er auch in den Diensten vom Fürstbogger, den prächtigen von Wabi. Ja, neuerdings jetzt bei uns. Ciao, Kurs. Hi, Golden. Oh, so episch, Mensch, Leute. So, hier beende ich den Part. Wir sehen uns nächstes Mal in Factions. Ich werde Golden neu skillen, ein Pet aussuchen. Und ich wünsche euch was. Bin richtig froh, dass wir jetzt mit Golden an unserer Seite haben. Und ja. Bis dann, Leute. Nächstes Mal geht's weiter mit Factions wieder mal. Und dann werde ich die ganze Story durchspielen. Auf jeden Fall ohne Unterbrechung. Also haut rein. Ich wünsche euch was.